Eins. Hallo, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Herzlich willkommen hier zurück bei unserem Live-Let's Play Against mit den Grünhäuten. Wer ist der Größte und Fieseste unter den Grünhäuten? Ich, der Mr. Nerf oder der liebe Tante Günner? Hi. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch servierte Spectatoris. Ich bin mal gespannt, wer es werden wird. Sicherlich eine spannende Sache. So eindeutig ist es ja noch nicht. Ja. Also, hier ist noch nichts entschieden, ne? Quite right. Let's go. Und wir müssen jetzt mal gerade gucken, wer unser nächstes Opfer, ich meine, wer unser nächster Gegner wird. Opfer, genau. Ich brauche keine Gegner, ich brauche Opfer. Oder umgekehrt, ja. Das müssen wir mal schauen, ne? Also ich könnte mir hier, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das die halt sind, ne? Nur dafür, wartet mal kurz. Ja, bleib mal. Ja, also so oder so, Alles klar. bleib du mal einfach hier stehen. Mach du mal bitte. Mach du mal bitte. Verdammt, das ist echt eine gute Frage. Lauf du mal hier hin. Ah, witzig. Ich kann bei Skaven also offenbar hier nicht wirklich was plündern. Was Nee, kann man intro. nicht. Das ist das Fiese an den Was Skaven. fies ist. Okay, pass auf, dann läufst du bitte im Gewaltmarsch wieder hierhin zurück. Dann werden wir diesen Plan ein klein wenig modifizieren. Wir holen uns mal einen neuen Kommandanten. Wo ist denn mein Orc War Boss Stufe 6? Stell mir den mal auf. Hey, cool, ich habe gerade 6000 gemacht. Dann habe ich ihn aufgestellt und dann waren es nur noch 3000. Okay. Auf was habe ich den geskillt? Der ist auf Reiters geskillt. Ah, den habe ich von einer anderen Fraktion bekommen. Okay, gut. Naja, Stufe 6 ist immerhin Eppes. Wir nehmen dann. Nam, 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 nam. Ich würde sagen, wir nehmen mal auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, vier Moschas. Stopp, warte mal. Vier Fanatics. Und dann kannst du auf jeden Fall noch einen Fanatic-Bogenschützen dazu machen, oder? Dann haben wir doch hier schon mal ein bisschen was am Start, ne? Ich glaube, da ist bei den Skaven irgendwas schiefgegangen. Was meinst du? Ikit steht hier gerade eben rum und er ist ein Super-Spreader. Ist an seinen eigenen Gifttopf Ah, wie gefallen. geil. Boah, das haut halt echt brutal rein bei denen. Also, der verliert richtig krass Truppen, ne? Das ist mal nice für Die Ikit. jetzt als von Nicht. 9 auf 7 in einem Turn fallen, dann weißt du, was los ist. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr öffentliche Ordnung, ne? So, Cäsar bleibt da oben stehen. Du, weiß ich nicht, belagerst es mal bitte. Das wird anstrengend. Mal gerade gucken. Also ich würde es gerne auto-resolven. Ich kann aber halt nicht sagen. Der Map wird das wahrscheinlich irgendwie spielen wollen, schätze ich Sehen mal. wir gleich. Es Ich ist sehe es ja halt in noch so, nicht. ja, also es ist halt eigentlich unnötig, ne? Weil, also ich kann den auch einfach aushungern, ne? Ich kann es auch einfach automatisch berechnen. Jetzt muss ich nachdenken, tatsächlich. Also zu gewinnen ist es halt nicht, ne? Ist halt die Frage, was kannst du mir killen? Das ist genau der springende Punkt und ich glaube,
sind denn das für Gobbos? Fnatic sind es halt nicht, ne? Also, falls du das wissen willst. Ja, das ist wieder mal so eine halbtote Angelegenheit. Also, ich würde auch mal sagen, wenn wir jetzt das austragen würden, wäre der Balken deutlicher in meiner Richtung auch, ne? Also, das ist ja, halt, weil es halt eine Verteidigungsschlacht ist, ne? Ich glaube, ich hätte da auch nicht viel mehr rausholen können. Günner, du musst kurz mal unterhalten. Ich bin kurz mal den Porzellanthron beehren. Ja, okay. Also der Günner überlegt gerade noch, wie er hier seine Einheiten zünftig skillen kann. Auf jeden Fall braucht unser Junge hier noch ein bisschen Nahkampf-Skills, ne? Tunnelboss will ich aber nicht unbedingt machen. Vielleicht gehen wir dann doch auf den Klingenmeister für den Nahkampfangriff. Wir haben auch ein paar Gobbos hier drin, also insofern auch der Gobbo-Skill ist sicherlich auch nicht verkehrt, ne? Geschossinfanterie der Goblins und Nachtgoblins. Nahkampfangriff für Infanterie der Goblins und Nachtgoblins. Also komm, wir nehmen die Gobbos noch mit dazu. Das ist sicherlich eine ganz brauchbare Variante. Den Nachtgoblin Karl-Heinz, den machen wir noch zum Schleicher wegen dem Kampagnensichtfeld. Das ist immer ganz brauchbar. Wir werden, was ist denn das hier, das Gebäude auf jeden Fall abreißen. Hier bauen wir uns was hin, was uns ein bisschen mehr Verstärkungsrate gibt. Wir können hier eine Reparatur starten, aber für 1400 ist es mir das eigentlich nicht wert. Also es ist mir eigentlich zu teuer. Wir haben noch hier einen unserer Schleicher. Wir könnten die Ruinen durchsuchen. Also es scheint ja dann keine Skaven-Stadt da zu sein. Wobei ich halt hier nicht genau weiß, ob wir da dann... da bist du wieder. Okay. Ja. Ich weiß es halt nicht, ne? Kostet halt Geld. Komm, wir durchsuchen sie mal. Skaven-Stadt. Okay, gut. Dann kostet es mich auch nichts, ja. So, wer ist jetzt hier? Der Züchterclan ist jetzt hier. Okay. Gut. Ah, der reitet auf dem Riesenwolf. Interessant, okay. Nochmal hier Spezialist. So, habe ich alles? Noch nicht so ganz. Da ist noch eine Riesentrollflusshexe. Die will ich aber noch nicht skillen. Hier kann ich die Stadt ausbauen, das kostet aber 1 Million Euro. Hier kann ich die Stadt ausbauen, das kostet aber 1 Million Euro. Wobei, warte mal, hier sollten wir es uns überlegen, ob wir es machen. Wow, boah, ist das teuer. Okay, vergiss es. Dann, das baue ich auch noch nicht aus. Das ist nochmal eine Riesenfluss-Troll-Hexe. Was haben wir hier? Hier muss ich die Gebäude vielleicht reparieren, was ich aber nicht tun möchte, denn das ist mir auch viel zu teuer. Ah, ja, das könnte ich jetzt hier endlich mal auf die ultimative Stufe ausbauen, aber momentan für mich auch noch ein bisschen zu teuer, denn ich muss hier ein bisschen auch an diese Armee hier denken. Und hier habe ich schon gesagt, das baue ich nicht aus, ist mir auch zu teuer und damit bin ich dann erstmal hier fertig mit meiner Runde. Gut, ich habe jetzt gleich eine Schlacht zu schlagen und die ist wichtig. Ah ja. Und ich hoffe, dass du keinen Grund hast, diese selbst zu spielen. Aber wir werden es gleich sehen. Ashen möchte einen Nicht-Angriffspakt haben. Das kann ich aber noch nicht zulassen. Oh, und dann haben sie... Ja, weil wenn die nämlich jetzt den Nicht-Angriffspakt wollen... Dann wollen sie dich manchmal auch plündern, habe ich schon festgestellt. Nee, dann hätte ich jetzt gedacht, eigentlich, dann hätten sie die Bitterspitze erobert. Das haben sie aber nicht getan. Nee, manchmal machen die das absichtlich, um dich diplomatisch in eine Falle zu reiten, um dich dann zu plündern. Mhm. Da sind ein paar neue Features dazugekommen, das habe ich schon gemerkt. Ja, also die KI ist noch ein bisschen hinterfotziger geworden, auf jeden Fall. Nicht unbedingt schlauer, aber hinterhältiger, ja. Ja, dann, Listerachse, schön, dass du da warst. Auch nochmal gute Nacht und danke fürs Zugucken. Gute Nacht, Listerachse. Let the bell scream, scream.
So, du gehst jetzt dahin. Kannst du da irgendwas machen? Ja, du kannst was machen. Ach, come on, das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Yes, er hat's geschafft! Trotz nur 27 oder 26% Chance auf das Ja, Attentat. das ist immer so ein Erfolgserlebnis, ne? Ja, aber echt, ey. Das war gut. Okay. Ist da noch einen anderen Agenten? Den habe ich da noch, aber der kommt da gerade nicht ran. Gut, dann gucken wir uns das mal gerade eben mal an. Ja, also. Ja, genau, also ich weiß nicht, ob du das jetzt unbedingt spielen willst. Du hast eine Wildorg-Armee dabei. Ja, mit Wurzak. Und Trollen und allem, was dazugehört. Das ist eine offene Feldschlacht, ne? Ja, das ist keine Mauern. Lass mich mal gerade reingucken. Also ich würde ja behaupten, ja, also gegen eine Armee hätte ich das wahrscheinlich noch versucht, ne? Aber gegen zwei Armeen ist das nicht sinnvoll. Also so die, ich würde behaupten, die deine Armee von Skarsnik alleine wäre schon stark genug gewesen. So, das war schon mal der erste Streich. Und der zweite kommt jetzt auch Ja, bald. der kommt eigentlich erst im nächsten Turn. So zumindest geplant. So. Ach, der hat ja zwei Level-Ups bekommen. This is my land. Ja, dann plündere ich den Laden halt hier kurz nochmal. Okay, ja, machen wir das noch weiter. Muss wissen, wie viele Siedlungen der Penner da hat, ne? Tja, der nochmal ein Level-Up, geil. Wir haben beide zwei Level-Ups bekommen. Die Frage ist, ob ich jetzt wirklich noch. Also, es macht ja eigentlich keinen Sinn mehr, nach ihm zu suchen, ne? Das ist ja das Hauptproblem. Es macht keinen Sinn mehr, nach ihm zu suchen. Weil er ja dood ist. Er kann nur über eine Revolte dann wiederkommen, Ja. ne? Ja. 300 Ocken muss ich jetzt noch irgendwo herlurken. Schade. Ja, ich wollte eigentlich gerade eben von dir ein Tribut, das ist das Problem. Man Shit, sieht halt wieder, shit. wie OP diese Skaven-Armeen sind. Ah, ne, warte mal, der steht hier und kann. Ne, der kann nicht verstärken, ne? Ich meine, das schafft noch nicht mal. Na gut, er hat den einen Typen mal da platt gemacht, der außerhalb der Stadt stand, offenbar in einem Hinterhalt, ne? Lord of the Assassins. Also gut, halten wir fest, ich krieg die Kohle nicht in diesem Turn, dann machen wir es anders. Hexenberg ist der Brocken. Ja, müsste eigentlich sein, ne? So, du bist dran. Yeah. Okay.
Zauberer, welchen Helden soll ich denn nicht wieder kaputt machen? Feel my power. Das wird unangenehm hier. Der hat auch 5 Siedlungen, okay. Snicked ready. Okay, also da müssen wir umdisponieren. Mhm. Ach so, Zauberer. Ja, ich verstehe. Ich fühle bei Kemmler meinen Assassinen. Der hat nicht so oft rum assassiniert, ne? Ansonsten bekommt er nämlich diesen komischen Bug. Das wäre uncool. Ah ja, das ist ein fieser Bug, von dem du mir mal erzählt hast, ne? Wo der dann nachher keine Erfolgschancen mehr hat, ne? Weil der, richtig, weil genau. Dieser Prozent-Debuff halt stackt, ne? Das ist echt mega eklig. Aber auch nicht mehr verschwindet dadurch, weil er sich irgendwie dann selber hält oder sowas in der Art, keine Ahnung. Janni Bunny, übrigens vielen Dank für den Follow. Freut mich, dass du dabei bist. So, dann holen wir uns hier diese Tech. Übrigens, der Cäsar, der bleibt hier, glaube ich, noch eine Runde stehen. Du kommst hier runtergelaufen. Du bist da, alle sind wir da. Ist denn auch der Schleimschleicher da? Ja. Warte, da hast du ja 2 Punkte Bewegungsreichweite, ne? Da ist übrigens Kislev. Ist hier sonst irgendwas? Nö, ne? Ja, gut, dann kannst du auch wieder zurückkommen. Dann läufst du bitte hier lang. Gut, gut. Und dann... Ich bin gerade schon ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, weil so weit war ich noch nie dran. Noch nie dran an was? Das verrate ich noch nicht. Ah, okay, an deinem. Ach so, weil du da das Gebäude da bauen willst, ne? Ja, denk dran, dass du da. Du kannst da ja auch noch hier diesen. Du wirst hier eine Siedlungsstufe verlieren, wahrscheinlich, ne? Ja, das ist es nicht. Ich will einfach nur wissen, was drin ist. Ah, okay. Ich habe das noch nie gesehen und ich habe mich auch nicht gespoilert. Ich will einfach nur wissen, was man da kommen kann. Und vor allem auch, was es dann da oben aus dem Debuff macht. Mhm. Ja. Ich erwarte, dass der mindestens verschwindet, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, wird ja wohl, ne? Also ich meine, wäre natürlich gut, wenn du da noch einen positiven Buff drauf bekommst, ne? Ja, so als Belohnung für das Leid, was man durchgemacht hat. Ja, also irgendwas sollte man da schon für kriegen, ne? Exactly. So, an der Stelle nochmal ganz, ganz kurz für alle, die vielleicht neu dazugekommen sind im Stream selber. Ausrufezeichen Multi in den Chat, sowohl bei Günner als auch bei mir. Dann könnt ihr nämlich auf diesen Link klicken und dann könnt ihr unsere beiden Perspektiven gleichzeitig anschauen. Dann seht ihr, was ich mache, dann seht ihr, was der Günner macht. Und wir teilen uns in View, wenn ihr uns auch beide nicht völlig stumm schaltet, sondern den einen auf die Lautstärke stellt, die ihr haben wollt, und den anderen so auf 1%, also gerade noch nicht ganz aus. Ja. Dann teilen wir uns nämlich den View, dann gilt der für uns beide. Aber so, dass es halt euch nicht stört, ne? Wenn genau. Ihr da bei dem anderen zuguckt auch noch. Ja, weil wir wollen uns gegenseitig supporten, das ist uns wichtig. Und sich gegenseitig Zuschauer wegnehmen, ist halt bei einem Against oder Co-op halt immer doof, ne? Ja. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns da beide unterstützt. Ich plündern immer noch 5 feindliche Armeen. Sweet. Das kann man so sehen, ey. Also aus deiner Sicht zumindest definitiv. So. So geil, ne? Hier der Agent, der Elmador Hammerfaust. Der Ikit belagert halt gerade seine letzte Siedlung, ne? Also die Fraktion hier wird es gleich nicht mehr geben, ne? Und das Beste, was er zu tun hat, ist mit seinem Agenten hinter mir herlaufen.
Tja, der hat wenigstens Prioritäten, ne? Ja. Ich sehe ja, was du da oben machst bei Karak 8 Gipfel. Ja, du siehst darüber, ja, ich weiß. Ich sehe jetzt, ich sehe auch dich da jetzt. Du siehst, dass ich da jetzt gerade rangelaufen bin. Und dass ich nicht vorhabe, das jetzt hier sofort zu attackieren, bestimmt nicht. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Warum dauert denn das 5 Turns, um einen Belagerungsturm zu bauen? Mit einer Fullstack-Armee. Ach ja, intransparente Spielmechanik FTW, ne? Es könnte halt so schön transparent sein, ne? Ja, also ganz im Ernst, die Gesamtarbeitskraft dieser Armee ist 62. Ja, und eine tote Ratte hat wahrscheinlich eine von 75 oder sowas, ne? Ja. Okay, ich probiere mal was aus. Das ist jetzt ein hey, aber immerhin, wenn du ihn belagerst, es dauert nur 27 Runden, bis er kapituliert. Ja, ja, ich weiß. Belagerst jetzt mit der anderen Armee, oder? Ja, ja, und da habe ich auch, glaube ich, der mehr davon. Der schneller, ne? Dauert aber genauso. Also ich habe da trotzdem keine Arbeitskraft. Also, okay. Ich habe keine Arbeitskraft hier. Ja, gut, ne? Wenn die Leute alle bei dir in Kurzarbeit sind, ne? Das ist halt... Da müssen wir mal ein Konjunkturpaket auflegen. Ne? Vielleicht mal hier die Mehrwertsteuer senken auf Belagerungsgeräte oder sowas. Ich brech da gerade geistig vor mich irgendwie zusammen, ey. Das ist unfassbar kacke. Günner, wie stehst du dazu? Dürfte ich Karak 8 Gipfel, ohne dass du eingreifst, angreifen? Du willst das, also du willst das gegen die KI spielen? Genau, weil ich weiß nicht, also ich fände es einfach... Schade. Ja, ja, ich schaff das nicht, wenn du das verteidigst. Ja, dann belager ihn halt, oder? Also ich meine... Ich weiß nicht, muss ich meine Zuschauer fragen, hatte ich nicht noch einen Joker, Leute? Wir machen das sowieso Gentleman-mäßig, ne? Also ich denke halt, wenn Map das jetzt unbedingt machen will, dann ist das auch in Ordnung, ne? Wäre halt schade, ne? Aber... Ja, die Alternative ist halt, dass ich jetzt halt hier noch, Sonst stell dich vorne dran, leg einen Hinterhalt, ne? Weißt du? Also ich meine, der kann ja da nicht raus, ne? Das mache ich nicht, nee, das halte ich für nicht zielführend momentan. Ein Belagerwarte, ob er... erstmal einen Ausfall macht oder wisst ihr, was ich meine, ne? Also das würde ich dann halt vorschlagen. Ja, vielleicht macht er einen Ausfall. Ich probiere es jetzt halt einfach mal aus. Ich will jetzt nur nicht an der Stelle failen. Das wird mich so anätzen, sage ich dir. Ja, dann wart noch eine Runde, oder? Ich meine, jetzt auf eine Runde wird es wahrscheinlich jetzt auch so nicht unbedingt ankommen, oder? Ja, auf eine Runde kommt es nicht an, aber... Ich kann jetzt keine 27 Turns warten. Wir spielen gerade mal seit 60 Turns. Mhm. Nee, das halte ich auch für nicht zielführend. Ne, der wird ja... ja... Du hast ja auch... Ja. Ja gut, ich meine, er hat eine Fullstack drin und er hat noch einen ziemlich dicken Stack in der Verteidigung, ne? Ich glaube, der hat vor allem auch noch irgendwelche fiesen Boni jetzt speziell gegen mich. Ist aber nur eine Vermutung. Piccolo, mein Joker. Okay. Und Roshi, vielen Dank für den Follow. Naja, das Wichtige ist, dass ich erstmal schon mal jetzt hier rumstehe. Karak 8 Gipfel. Das hat auch echt ein 15er Held mit Schwarzorks und Moschas. Mhm. Ha ha!
Sorcerer Reventer. Yes, yes. Okay, das sind ja nur Skaven-Sklaven, ne? Dann muss ich es halt anders machen. Oder er fällt jetzt einfach aus. Also wenn er ausfällt, dann habe ich kein Problem. Aber das wird er wahrscheinlich nicht. Oh, Spiel. Ich kann. Warte mal gerade. So. Ach nee, das sind gar nicht die Follows. Das sind die YouTube-Subs, die da gerade eben kommen. Dankeschön an die beiden. Wow. Ja, Skaven Trash. Guck mal, das sind nur Skaven Sklaven. Ich habe bis jetzt schon ohnehin die ganze Zeit das Gefühl, dass du hauptsächlich die Trash-Armee hast. War das eine schlimme Schlacht? Oder sonst? Ja, also die gegen die Zwerge, die war echt heftig. Aber ich muss auch sagen, ich fand du, und das ist aller Ehren wert, du bist auch auf jeden Fall mehr Risiko gegangen bisher, wie ich finde. Ne? Ich muss das auch machen mit Skarsnik, weil der hat eine beschissene Ausgangssituation. Das kann man argumentieren, das passt vielleicht zu meinem Spielstil, aber ich gebe zu, dass ich, wenn ich kann, spiele ich auch vorsichtig. In der Regel bietet es sich nur nicht so an. Warum bin ich jetzt hier gerade zurückgeflogen? Das ist, weil ich da eine Stadt belagert habe oder so wahrscheinlich. Nee, es ist nach Karak 8 Gipfel zurückgeflogen. Ah, okay. Deswegen verstehe ich das nicht so hundertprozentig. Und LMR, danke für den Follow übrigens. Das Hauptgebäude soll ich mir anschauen? Nee, ich glaube nicht, das ist... Fort der Grüne heute. Das ist jetzt nicht so krass besonders. Also ich gehe davon aus, dass da halt echt noch eine besondere Gebäudekette hier kommt. Und ich hoffe mal, dass es für Skarsnik noch... Also ich weiß noch, dass Beliger Eisenhammer, mit dem waren wir ja schon mal hier. Und der hatte, glaube ich, sogar zwei besondere Gebäude hier. Deswegen hoffe ich, dass es für Skarsnik auch mindestens ein besonderes Gebäude gibt. Und gerade überlegen, wie wir das hier mit ihm machen. Ja, ein bisschen anders ist es schon. Ja, es hat auf jeden Fall mehr Wachstum und Einkommen aus allen Gebäuden plus 20%. I had taker. Keep your head lower than me or I take it. Du musstest unbedingt Ringo Karras einnehmen, oder? Schenken brauche ich dir nicht, ne? Da bin ich ja ehrlich gesagt am Überlegen, ob der Krieg zwischen uns beiden irgendwann sogar heiß werden muss. Und dann kämpfen wir gegeneinander und die KI frisst uns auf, ne? Oh, Dude, come on. Ich will doch nur einen Nichtangriffspakt mit dir haben, du Penner. So, komm, letztes. Moment, nee, anbieten, bitte. So. Komm, letztes Angebot. Der Günner hat Geld, um zu feilschen. Neid. Okay, jetzt aber... allerletztes Angebot. So. Und mehr gibet nicht. Er lehnt es immer noch ab. Okay, gut, ja. Dann, junger Skywalker, wirst du sterben. Die Frage ist nur, wohin gehen wir dann da am besten? Am besten erstmal so hier in die Richtung, schlage ich mal vor. Weil alles andere ist ja relativ weit weg, ne? Okay, so, 5 Einheiten gehen noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ne?
Nehmen wir die hier und dann haben wir doch hier eine coole Armee am Start. Okay, okay. Dann können wir das hier nämlich jetzt endlich mal ausbauen. Jo, und dann können wir das hier nämlich mal abreißen. Und da auch mal ein paar andere Gebäude dann hinpflanzen, ne? Sehe ich das richtig? Jo. Nach Serena. Sehe ich hier auch richtig. Das weiß ich nicht, wo wir das hier... Ja, das können wir reparieren, das ist okay, das kostet ja nicht viel. Das hier ist schon mal ganz okay. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu reparieren. Das ist mir zu teuer. Ah ja, das hier wäre schon ganz okay, ist aber auch mega teuer. Alter, also ich bleibe dabei. Eine Krankheit dieses Spiels ist definitiv, dass für die Greenskins, dass die Gebäude einfach übertrieben teuer sind. Das ist auch bei Camry auch so. Du, das, also, da schauderst du, was du dafür, wo du das Geld hernehmen sollst für den ganzen Quatsch. Ja. Da gammelst du dann seit Ewigkeiten dann so mit Stufe 3 Gebäuden rum, weißt du, wo du schon eigentlich genug hast, also um auf Stufe 4 oder 5 theoretisch hochzugehen, wenn es um die Bevölkerungsüberschüsse geht. So, genau, wenn du durch bist, dann müssen wir die Folge beenden. So sieht es aus. Ich weiß nicht, hier nicht, ne? Und hier, warte mal, hier können wir auf jeden Fall noch. Hey, minus 3 Unterhalt für Schwarzrock und Moschus? Oh nein, und dann werden die. Oh, Spiel, du bist wieder gemein zu mir. Richtig so. Das Spiel ist echt wieder gemein zu mir. Okay, pass auf, wir bauen das noch aus und dann ist gut. Ne? Ja, doch, okay. Cool, yo. Dann Skills und Tech mache ich gleich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Pax vobiscum valete. Der Livestream geht natürlich noch weiter. Wir freuen uns immer, wenn ihr dienstags dabei seid um 21 Uhr, wenn der Map und ich gegeneinander antreten. Dich. Macht's gut. Ciao, ciao.